Die Nabelschnüre und Tentakeln mit großen, runden Saugknöpfen zischten und zuckten plötzlich nach Caroline und sie spürte einen stechenden Schmerz im Unterleib, worauf sich eine unangenehme Wärme in ihrer Hose ausbreitete und mit Entsetzen starrte sie auf das Blut, das ihre Beine herabgeronnen war und sich nun zu einer Pfütze unter ihren Füßen ausgebreitet hatte. In der Pfütze lag ein Geschöpf, das die kaum größer als ihr Zeigefinger war und streckte seine streichholzdürren Ärmchen und Beinchen von seinem Körper ab. Sein Kopf hatte die Form einer Weintraube, die halb zerquetscht war, und das linke Auge baumelte an den Nervensträngen seine linke Wange herab. Es schrie aus voller Kehle, doch sein Schrei war kaum hörbar: Mama, Mama, wieso hast du mich nicht geboren? Wieso hast du mich mit diesem giftigen Zeug umgebracht? Du hast mich getötet, nur damit du heute Menschen zuhörst, die dir ihr Leid klagen, doch meinen Schrei hast du nicht gehört. Wieso hast du nicht gehört, als ich geweint habe? Als ich schrie und flehte. Als das Gift durch deine Nabelschnur ran und mir wehtat. Doch du hast mich nicht getötet. Du hast mich nicht umgebracht, sondern zu einer Missbildung gemacht, zu einer Dysmorphoidie, die nekrotisierende Totgeburt, die sich von deinem Fleisch ernährt. Seit 2 Jahren fresse ich mich durch deinen Körper wie ein langsam wachsender Bandwurm. Ich fraß deine Eierstöcke und deine Gebärmutter auf und kotzte sie als stinkende, braune Mehlwürmer wieder heraus, deshalb hast du auch keine normale Periode, sondern Ausfluss mit Würmern drin. Ja, Mama, und ich werde weiter wachsen und allerlei Abscheulichkeiten wirst du in deinem Ausguss finden. Bis ich in deinem Gehirn bin und dir aus dem Schädel wachsen werde. 9 Monate lang. Unterstrich.